Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Joachim Brockmeier und als Hobbyhistoriker befasse ich mich seit Jahren mit der Geschichte des Stadtteils Köln-Riehl. Wie spannend die Geschichte ist, möchte ich Ihnen an einigen alten Ansichtskarten von Riehl zeigen. Heute sehen wir uns die Kirchen in Riehl an. Sehr früh entwickelte sich in Riehl ein reges Gemeindeleben, das aber anfänglich durch die Kirchengemeinden in Nippes bestimmt war. Hier zunächst ein Blick auf die Kreuzkapelle. Seit sich um 1900 in Riehl eine evangelische Gemeinde entwickelte, plante man um 1910 den Bau eines Gemeindehauses an der Stammheimer Straße 22, hier eine alte Ansicht von 1925. Die Grundsteinlegung erfolgte 1910, die Weihe des Betsaals 1911 und 1912 wurde ein Glockenturm aufgesetzt, der neben dem großen Basaltkreuz vor dem Haus den kirchlichen Ort dokumentierte. Die Ansicht von 1955 zeigt den Innenraum der Kapelle. Mit dem Bau der Stephanuskirche und des Paul-Schneider-Hauses in der Bremstraße wurde das Gemeindezentrum 1959 nach dort verlegt. Das Haus Nummer 22 steht seit 1983 unter Denkmalschutz, wurde als Wohnhaus und das Untergeschoss durch die jüdische Gemeinde genutzt. Am 21.02.2016 wurde die ehemalige Kirche entwidmet und die jüdische Gemeinde übernahm das Haus. Das Basaltkreuz vor dem Haus wurde zunächst abgenommen. Nun ein kurzer Blick auf die Synagoge. Am 01.09.2001 zog die liberale jüdische Gemeinde in das Untergeschoss der Kreuzkapelle in der Stammheimer Straße 22 ein, um hier einen Gebetsraum und weitere Gemeinderäume zu nutzen. Für die jüdische Gemeinde ist dieses Haus sehr geschichtsträchtig, da Pfarrer Enke im Dritten Reich hier evangelische Christen mit jüdischer Herkunft betreute. Nun ein Blick auf die alte St. Engelbert-Kirche. Am 5.3.1896 übereignete der Fabrikant Wilhelm Hilgers, der an der heutigen Rieler Straße eine Pechfabrik besaß, der katholischen Gemeinde Nippes ein Grundstück an der heutigen Ecke Stammheimer Straße und Rieler Gürtel. Mit der Auflage, in Riehl eine katholische Kirche zu errichten, um den Kirchenmitgliedern den weiten Weg nach Nippes zu ersparen. Am 7.11.1897 konnte dann die kleine Kirche festlich geweiht werden. In den 1920er Jahren wurde sie für die anwachsende Gemeinde zu klein und ein Neubau der Kirche wurde geplant. Diese Ansichtskarte wurde 1907 erstellt. Nach der Inbetriebnahme der neuen Kirche an der Ecke Gartestraße wurde das alte Kirchengebäude entwidmet und bis zur Kriegszerstörung durch Herrn Nikolaus Hansen als Schreinerei genutzt. Heute erinnert die Engelbert-Statue des Bildhauers Karl-Heinz Klein an der Fassade des Hauses Stammheimer Straße 98, also am Rieler Plätzchen, an den ehemaligen Standort dieser Kirche. Nun ein Blick auf die neue St. Engelbert-Kirche. Nachdem 1930 ein Grundstück für den Neubau der St. Engelbert-Kirche am Rieler Gürtel Ecke Gartestraße gefunden wurde, konnte der Kirchenbau nach Plänen des Architekten Dominikus Böhm bis 1932 fertiggestellt werden. Die Weihe der Kirche erfolgte am 5.6.1932. Aus dieser Zeit stammt auch die Ansichtskarte. Die Karte zeigt den Innenraum vor der liturgischen Umgestaltung. 1941 und 1944 erfolgten starke Kriegsschäden an der Kirche, die bereits 1946 behoben werden konnten. Im Silvester 1946 hielt Kardinal Frings hier seine denkwürdige Predigt. Er erlaubte den Kölnern, Sachen an sich zu nehmen, die sie zum Überleben brauchen, die sie aber durch Arbeit und Bitte nicht erlangen können. Diesen Begriff des Fringsens übernahm man sehr schnell im Zusammenhang mit Klütenklauen. 1960 erhielt die Kirche ein neues Geläut mit 6 Glocken. 1967 wurde der Innenraum entsprechend den neuen liturgischen Richtlinien umgestaltet und 1983 wurde eine Tafel zum Gedenken an die legendäre Silvesterpredigt von Kardinal Frings angebracht.
Die restaurierte Orgel wurde am 23.11.2008 geweiht. Nun ein Blick in die evangelische Stephanuskirche in der Bremstraße. 1959 wurde das Grundstück Bremstraße von der evangelischen Gemeinde erworben. Nach schwierigen Ausschreibungen erhielten die Eheleute Winter Bracher als Architekten den Planungsauftrag. Der Kartenausschnitt stammt aus den 60er Jahren. Die eindrucksvolle künstlerische Verglasung fertigte Lothar Quinte an. Im Juli 1963 begannen die Bauarbeiten an der Kirche, die dann 1965 abgeschlossen wurden, und die Kirche wurde am 12.12. dann geweiht. Das Basaltkreuz der Kreuzkapelle soll in diesem Kirchengelände aufgestellt werden. Nun ein Blick in die St. Anna-Kirche in den Riederheimstätten. Da die katholische Kapelle in den Riederheimstätten im Krieg zerstört wurde, musste eine neue Kirche für die Bewohner erbaut werden. Am 27.05.1959 erfolgte die Einweihung. Hier ein Kartenausschnitt aus dem Jahre 1965. Am Festtag Maria Geburt am 8.09.1961 konnte dann auch die neue Orgel geweiht werden, die die Firma Willi Peter in Köln-Mülheim gebaut hatte. Der Domorganist Professor Zimmermann spielte bei der Weihe auf der Orgel. Die Karte mit der Innenansicht wurde zu Ostern 1960 an die Gemeindemitglieder verteilt. Im Glockenturm befindet sich neben den zwei neuen Glocken, die 1961 in Gescher gegossen wurden, auch eine Glocke von 1730, die der Glockengießer Heinrich Dinkelmeier gefertigt hatte. Sie hing vor dem Krieg in der Kirche St. Johann Baptist in der Südstadt. Zum Schluss noch ein Blick auf die Kirche am Zoo. Hier gibt es leider keine alte Ansichtskarte, nur ein neueres Foto soll die Kirche zeigen und erwähnen. Bereits 1907 bestand diese evangelische freikirchliche Gemeinde in Köln. Sie hatte ihren ursprünglichen Sitz in der Dagobertstraße. Durch den Bau der Nord-Süd-Fahrt ging das Grundstück verloren und die Gemeinde fand eine neue Bleibe in der Boltensteinstraße 37. Die Lage war hier sehr günstig, denn es handelt sich um eine überregionale Kirchengemeinde und sie benötigt eine gute Verkehrsanbindung. Von 1957 bis 1963 wurde das Haus mit viel Eigenleistung der Gemeindemitglieder weitgehend errichtet und am 27.09.1963 feierlich im Rahmen einer Glaubenskonferenz eröffnet. Besonderen Wert legt die Gemeinde auf eine generationsübergreifende Zusammenarbeit. Zum 01.01.2012 gab sich die Gemeinde den Namen Kirche am Zoo. Unsere Reise in die Vergangenheit von Köln-Riel ist für heute zu Ende. Sollte sie Ihnen gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei wären. Übrigens, alle Folgen können Sie auf dem YouTube-Kanal von Silberdistel.tv jederzeit abrufen. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Joachim Brockmeier.